Meine geliebten Kinder des Lichts, Neues wird sich an eurer erlebbaren Oberfläche zeigen. Neues, an welchem ihr euch erfreuen könnt. Ihr seid nun dazu angehalten, all die Vorgehensweisen, Prägungen, tiefe Traumata in euch dazulassen, wo diese vorliegend sind. In eurer Vergangenheit. Ihr könnt diese nicht mitnehmen, wo ihr nun hingeht. Ihr könnt alte Herangehensweisen nicht mehr praktizieren, wie es nun in den hochschwingenden Ebenen sein wird. In hohen Schwingungen können keine niedrigen Beweggründe und keine niederen Herangehensweisen mehr greifen. In höheren Ebenen greift das Mitfließen in der Urkraft, einem ewigen Fluss der Liebe, einer Kraft, die in ihrer Eigendynamik alles so erschafft, wie es zum höchsten Wachstum und zum höchsten Wohle geschehen muss und darf. In den höheren Schwingungsebenen werden eure alten Vorhergehensweisen abgeschalten. Sie funktionieren dort nicht mehr. Es sind Vorangehensweisen, die eben in eure alte Welt gehören, in einer niederen Schwingungsebene zugehörig sind. Geht in diesen Tagen in euch, um wirklich herauszufinden, wie ihr vorangeht und in Zukunft vorangehen wollt. Ist es so, wie ihr es immer getan habt, oder hat dies eine neue Energie, eine neue Art und Weise, über die Situationen in eurem Leben zu sehen, die Dinge, die auf den Weg gebracht werden, neu zu erschaffen und in diese Kraft, die euch durch das Leben trägt, neu und vollends zu vertrauen. Das Leben gibt euch immer das, was ihr für euer Wachstum benötigt. In diesen Tagen wird euer inneres Wachstum im Vertrauen in die universellen Schübe geschult. Stellt ihr euch dagegen, wird es Widerstand erzeugen. Fließt ihr mit, wird es in Freude und Glückseligkeit münden. Ihr werdet nun mehr und mehr dazu getrieben, in eure innere Wahrhaftigkeit zu finden und mit dieser mitzufließen. Diese eure Wahrhaftigkeit ist oft etwas anderes, das ihr je gelebt habt. Ihr kommt nun in eine neue Stufe eurer energetischen Erhabenheit über die niedrig schwingenden Erlebnisse, Begebenheiten und Gedankenkonstrukte der Vergangenheit. Ihr kommt in eine neue Einsicht, wie das Leben wirklich funktioniert. Das wahre Leben innerhalb einer völlig freien, unkontrollierten Ansicht und Vorgehensweise in allem, was ihr denkt, sprecht und macht. Ihr werdet euch mehr und mehr gewahr, dass in diesem Tun und Machen eben eure Macht steckt. So richtet ihr euch unweigerlich mehr und mehr in Richtung eurer Eigenmacht aus, was immer mehr in eurer tiefen Wahrhaftigkeit mündet. In eurem Ausdruck, der ihr in jedem Moment eures Seins seid. Botschaft aus der Quelle der vollkommenen Präsenz der Liebe in euch.